Ein Hallo und willkommen zu Folge 419. Hier fahren wir auf die Autobahn. Es handelt sich um eine kurze Auffahrt, die auch gleichzeitig zur Abfahrt wird. Da hilft es natürlich, wenn man sich einig ist. Ah, Leute! Alter, ey! Ihr habt doch wohl den letzten Schuss nicht gehört, oder was? Und das war auf jeden Fall nicht gut. Aber in diesem Sinne, viel Spaß mit dieser Folge. Los geht's an der nächsten Auffahrt. Hier rechts kommt ein Beschleunigungsstreifen, unser Einsender ist aber nett, geht gleich vom Gas, um die Autos rüberzulassen. Nur was macht der weiße Peugeot da? Alter! Er crasht sich hier im einspurigen Bereich einfach am Touran vorbei. Also sowas habe ich auf der Autobahnauffahrt auch noch nicht gesehen. Unsere Ampel hier ist grün, das heißt der Querverkehr hat rot und das auch nicht erst seit ein paar Sekunden. Dass ein Linienbus so über Rot fährt, das ist dann auch selten. Da vorne steigt gerade ein Autofahrer ein und diese Situation ist auch mal wieder wunderbar. Vom Einsteigen bis zum Losfahren, da löst sich der Radfahrer ja bestimmt in Luft auf, oder etwa nicht? Leute, was ist? Ja, Augen auf! Und dass unser Einsender da nicht begeistert ist, kann ich gut verstehen. Aber erstaunlicherweise übersehen die Leute beim Losfahren nicht nur Fahrräder, sondern gleich komplette Autos. Wie schnell darf man am Zebrastreifen eigentlich fahren? Das ist ja immer eine gute Frage. Wenn Fußgänger den Überweg erkennbar überqueren möchten, muss man mit mäßiger Geschwindigkeit fahren, sodass man jederzeit ohne starke Bremsung anhalten können muss. Wenn man so schnell fährt, dass man schon fast daran scheitert, Fußgänger mit Querungsabsicht überhaupt zu sehen, war es auf jeden Fall viel zu schnell. Ohne Licht durch den Tunnel zu fahren, ist ja schon fast der Klassiker. Aber um den Smart links von uns soll es hier gar nicht gehen, sondern um den Polo hier. Ob er wohl weiß, wo er hin will? Erst von der Mittelspur nach links, dann doch wieder zurück in die Mitte. Ja. Aber den Traum von der rechten Spur, den hat er noch nicht aufgegeben. Gleich klappt's dann doch noch. Durchgezogene Linie, Mensch. Aber das Beste an der Sache ist, kleinen Moment später will er dann wieder nach links. Ist der besoffen oder was? Meine Fresse hier. Was ist rund und rollt mit 120 km/h über die Autobahn? Alter, eine Radkappe. Okay, der war schlecht. Hier ist eine Engstelle, wir haben das Hindernis auf unserer Seite, also warten wir natürlich. Und da kann man nur sagen, das hat's auf jeden Fall gebracht. Hauptsache 3 Sekunden früher vor der roten Ampel stehen. Aber generell haben wir ja immer wieder Videos aus der Kategorie, wer am dreistesten ist, hat Vorfahrt. Kein Vorfahrt. Glaub gesagt, ey. Hier ist Tempo 30 erlaubt, es gibt eine gerade Ausspur und eine Linksabbiegerspur. Was macht man da? Genau. Unser Einsender sagt, er hätte jetzt gehupt und Lichthupe gegeben, was vielleicht auch nicht unbedingt gut gewesen wäre. Aber wisst ihr, was erstaunlich ist? Kaum gibt man Hupe und Lichthupe, haben die Leute plötzlich alle Zeit der Welt. Eine Landstraßenfahrt mit Thorsten, die Strecke ist super einsehbar, was soll da schon schief gehen? Und wir müssen hier auch erwähnen, dass der Einsender selbst auch zu schnell gefahren ist, was solche Situationen natürlich zusätzlich nochmal knapper macht. Den Effekt, den unterschätzen viele immer. Dennoch muss man aber ganz klar sagen, der Gegenverkehr hat sich hier trotz bester Sichtverhältnisse natürlich komplett verschätzt. Der Transporter hier fährt schon einige Zeit links und ich vermute, unser Einsender würde auch gerne dran vorbeikommen. Nur ob das hier dann unbedingt der richtige Weg ist? Das ist die einzige Tür für den S-Bahn, der das Reden ausschalten. Sehr gute Nachricht, ne?
Ich habe das Gefühl, hier haben sich mal wieder zwei gefunden. Es geht um die beiden Autos hier vor uns. Ob es bis zu dieser Stelle schon eine Vorgeschichte gab, wissen wir nicht, da unser Einsender gerade erst auf die beiden Kandidaten hier aufgeschlossen ist. Auf jeden Fall ordnet sich der VW Touran oder was das hier ist vor dem dunklen Audi in der Abfahrt ein. Soweit würde ich sagen, eigentlich noch alles relativ normal. Nur der Audi hat wohl keine Lust hinterher zu fahren. Aber als sich dann einen Moment später die Fahrbahn trennt, muss der Touran dann aber unbedingt wieder vor den Audi rüber. Und da geht der Spaß dann erst richtig los. Aber auch im Folgenden wird es nicht besser. Der Audi fährt die ganze Zeit jetzt sehr dicht auf und schlängert auch schon in den Gegenverkehr rein. Daraufhin bremst der Touran jetzt wiederum ohne erkennbaren Grund ab und der Audi überholt bei durchgezogener Linie in der Rechtskurve bei Gegenverkehr. Und was folgt als nächstes? Natürlich, die Retourkutsche fürs Ausbremsen. Jetzt bremst er selber den Touran aus. Da werden dann vorsorglich Schlenker gefahren in den Gegenverkehr rein, um dem Hintermann zu zeigen, er soll hier bloß nicht überholen. Der versucht es dann aber trotzdem. Und daraufhin ist jetzt die nächsten Meter erstmal alles relativ normal, als die Strecke frei ist, wird aber der nächste Überholversuch gestartet, aber der Audi beschleunigt jetzt ebenfalls, um ihn nicht vorbeizulassen. Keine Ahnung, wie schnell die jetzt hier fahren, auf jeden Fall aber viel zu schnell, weil unser Einsender selbst fährt hier bereits gut 100 km/h und wir sehen ja, die entfernen sich hier echt zügig. Und nachdem der Überholversuch durch das Beschleunigen des Audis nicht geklappt hat, fährt der Audi wieder mit Absicht langsamer und der Einsender schließt wieder auf. Was auch immer hier jetzt los war, egal was da vielleicht auch vorher schon passiert ist, Sonnenverhalten hat auf der Straße einfach nichts zu suchen. Aber bevor jetzt alle komplett den Glauben an die Menschheit verlieren, so ab und zu, ganz manchmal, da gibt's ja doch noch Lichtblicke. Unser Einsender hat gesehen, dass die Ampel da vorne sowieso gerade rot geworden ist, da kann man auch mal die LKW hier rauslassen. Und gerade der Linksabbieger hier hat es an dieser Stelle ja wirklich schwer und steht mit Pech da halbe Ewigkeiten. Schön, dass es Sonnenverhalten auch noch gibt. Handys im Straßenverkehr können echt gefährlich sein, aber nicht nur, wenn man sie beim Autofahren benutzt. Manche Leute schaffen es wirklich in jeder Situation eine Gefahr zu kreieren, selbst dann, wenn sie nur neben der Fahrbahn stehen. Wenn ich hier frage, was hier wohl passieren könnte, können die meisten sich das vermutlich schon denken. Egal wie, egal wo, Hauptsache überholen und da ganz vorne, man erkennt es im Pixelbrei jetzt nicht so gut, jetzt überholt er den Linksabbieger da noch über die gerade Ausspur, um selber dann noch vor ihm links abzubiegen. Und da die Videoqualität hier nicht ganz so gut war, ganz oft werden wir auch per Mail gefragt, welche Dashcam wir denn empfehlen können. Nach langer Zeit haben wir mal die Dashcam-Empfehlungsliste in unserer Videobeschreibung aktualisiert, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Taugen tun die Dashcams, die da verlinkt sind, allesamt. Falsch machen könnt ihr damit keiner was. Einen ergänzenden großen Dashcam-Test fassen wir irgendwann für nächstes Jahr mal ins Auge. Der Klassiker. Christian ist mal wieder unsichtbar. Aber wisst ihr, was unsichtbarer ist als ein Zweirad? Genau, zwei Zweiräder. Hey, Alter! Und jetzt nochmal aus anderer Perspektive. Also das hier ist schon echt eine Leistung. Hier achten wir mal rechts auf die Poller. Okay. Kann man auch machen. Und wo er gerade so fröhlich rumspringt, könnt ihr gerne auch weiterspringen, und zwar zu einer weiteren Dashcam-Folge. Hier auf der linken Seite ist noch eine Auswahlmöglichkeit verlinkt, die der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.